After Dark mit Beast Inside. Ein Spiel, das so furchtbar sein soll, dass ihr alle wollt, dass ich es spiele. Ich habe wie immer keine Ahnung. Ich gehe da rein, blind und blöd. Gleich, jetzt. Kurz noch ein Mitternachtskaffee. Da knallt die Tür im Spiel zu, denn das Spiel weiß, was jetzt gleich passiert. Das Spiel weiß, wer es auf es abgesehen hat. Simon Kretschmer, meine Damen und Herren, der jetzt ein neues Spiel startet. Ich habe eben kurz eine Sekunde reingeguckt. Mich hat's direkt abgefuckt. Guckt euch doch mal bitte an, wie bescheuert das hier ist mit der Auswahl. Da ist, jetzt überlegt euch mal, was ist wohl, wenn man das hier sieht, was ist die Auswahlfarbe? Weiß oder ein bisschen weiß mit Orange? Das alleine nervt mich schon. Aber dann gibt's zwei Orange und zwei Weiß. Wo ist denn jetzt die Auswahl? Da wird man wahnsinnig. Okay, so, jetzt kann man davon ausgehen, dass es weiß ist, ne? Weil ich ja jetzt was verändert habe. Ich habe ja Standard ausgewählt. Ist es so? Weiß ich nicht. Wir gehen mal runter. Jetzt schon weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich gehe noch mal zurück. Hat mich gerade wirklich wahnsinnig gemacht. So, neues Spiel. Und jetzt gehe ich ein hoch. Ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht sagen. Ich glaube, das ist Standard. Gut, das ist Horror. Menü-Horror. Ich setze mir meine Kopfhörer auf und bin wirklich gespannt, was jetzt kommt. Einige Leute haben, wie gesagt, sich hier und da schon in Foren und in Kommentarbereichen gemeldet und gesagt, oh, das ist raus. Gib das mal dem Simon, der soll das mal spielen. Wie alles begann. Where am I? Why? God, why? Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no, no, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a Alter, und wieder zurück in den Kopf gesteckt. We just wanted to live our life. So ein Stifthalter. And you ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you killed me. Stay away. Don't. They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No. What are you doing? What are you doing? I'm sitting. Wow, auf jeden Fall intensiv, aber das muss ja eigentlich auch so sein. Man muss mittlerweile direkt abgeholt werden und dann geht's ab mit dem Horrorzug direkt in den Tunnel. Okay, jetzt wird's wahrscheinlich wieder ein bisschen chilliger. Hier scheinen die 60er zu sein oder so. Oh, das sind Retro-Fans. Further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Das ist aber echt keine Hütte. Oh, it looks even better than the photos. Würde ich hier einziehen. Hat sogar einen Brunnen. Our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you get orders from the shower. Dieser Blick eben, und man sieht
3-hour drive and we're finally here. Diesen Sideboom. Ich meine, der ist offensichtlich extra. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams they decipher. Man darf ja heutzutage über nichts mehr reden, aber es ist halt auch irgendwo lustig. Ihm ist das sicher auch aufgefallen beim Bauen. Okay, jetzt aber zurück zum Spiel. Also wir haben sind hier mit unserer Beziehung und unserem schönen Auto bei der Hütte unseres Opas oder so. Wir haben sie auf jeden Fall vermacht bekommen, angekommen. Es ist Ende der 70er Jahre, gut. Habe ich mich musikalisch vor allen Dingen und was das Auto angeht, ein bisschen verschätzt. Okay, ich kann jetzt mir Aufnahmen anhören. Wir haben es ja gerade schon gehört. Und dann, aber wie kann ich mir anhören? Ich drücke A. Das ist sehr interessant, weil ich auch gerade vor kurzem Blair Witch gespielt habe, wo eine Videokamera eine relevante Rolle spielt. Okay, Boxen. Okay, alles sehr eingängig eigentlich. Meinen Sie die Pizzabox? Nee, doch nicht. Dann hier wohl, ne? Okay, Schlüssel. Habe ich denn überhaupt Gegenstände? Habe ich gar nicht. Vielleicht muss ich auch nochmal genauer gucken. Da sind die Kartons. Da habe ich zu kompliziert gedacht. Das ist doch kein Horror umziehen. Naja, kommt drauf an. Ja, aber ich muss doch noch aufschließen. So. Oben auf dem Tisch. Habe ich die Kiste jetzt nicht mehr in der Hand? Das ist ja verrückt. Okay. Ach, warum kannst du nicht unten einziehen? Oben auf dem Tisch. Ja. The box is where it should be. Time to paint the walls. Eine Box hat gereicht. Aber Schatz, ich hab doch was gemacht. Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Natürlich. Der Dachbodenhaken. Wo könnte er sein? Sie haben nicht einmal die Mühe gemacht, die Kisten auf den Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem mehr vertrauen, diese Drecksäcke. Flasche Wasser, ne? Okay, kann man aber nichts mit. Im Haus darf man auch mal Plastikflaschen wegwerfen. Ach ja, und Shenmue, ne, war das erste. Jetzt bald kommt ja endlich der letzte Teil. So, dich werfe ich da rein. Haha! Oh, scheiße, aber auch geil, oder? Daran sieht man mal, wie filigran die Hitbox ist mittlerweile. Wahrscheinlich, jetzt geht's. Ach, Physik. Macht immer wieder Spaß. Nein, jetzt reicht's aber auch. Weg. Ich will zumindest rudimentär aufräumen. Was soll denn die Frau sagen, wenn hier alles offen ist? Okay, Haken. So. Man fragt sich nach diesem Intro natürlich schon, was jetzt hier demnächst passieren wird. Aber es schien. Also entweder sind wir die Person aus dem Intro, also die agierende Person. Das würde aber keinen Sinn ergeben, weil ja unsere Frau mit uns redet. Und von Adam redet. Aha, das ist er. Oder wir sind der Kopf, der da auf dem Tisch lag. Oder eben keins von beidem. Absolute Todesfallen, solche Treppen. Ja, oh, es ist ein bisschen. Es ist mit dem Controller ein bisschen. So, we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Wir sind also Agent. Okay, in the drawer. Boah, wo sollen wir denn hier irgendwas finden? Ich mag die Musik auch sehr. Also sowohl der Song, der lief, hat mich direkt angesprochen und auch so ein, ich finde schön, so ein bisschen Zeichen gesetzt, stimmungstechnisch. Ja, ja, aber ich will mich doch
wenn wir uns nochmal alles angucken. Aber auch dieser Score, der jetzt hier läuft, der ist echt, das wirkt hochqualitativ schon. Also es wirkt gar nicht so nach einem Indie-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es ein Indie-Titel ist. Thinking a woman's guide to pregnancy. It's not a nightmare, even if it looks like one. Okay, kann ich da noch reingucken? Weg damit. Das Bügeleisen, das ist auch was. Da kannst du einmal aber mal so richtig über den Schädel zimmern. Das wird noch eine... Alter! Das behalte ich. Das ist aber jetzt meine Waffe. Die Weapon of Choice. Oh, schade, komm. Geht es nicht? Ich will, dass es geht. Ich will dieses sauschwere Bügeleisen jetzt heraus und irgendeine Ratte damit totwerfen. Ey! Moment, ich weiß, wir haben alle Besseres zu tun, aber das ist doch eine relevante, wichtige Information, ob das geht. Verdammt! Doch, es ging! Faszinierend. Wahrscheinlich ist das ein wichtiges Quest-Item, was man noch braucht nachher. Okay, in den Schubladen, das müssen auch die hier sein, oder? Nein, hier auch nicht. Dreimal leer. Ach, da sind ja auch noch Schubladenhausen. Ist das hier? Wie gesagt, die Steuerung, nehmt's mir nicht übel, ist ein bisschen fricklig. Okay, Löffel, 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 Gabel, Löffel. Also diese Mechanik macht Bock. So, ich muss mal gerade was schauen. Und zwar möchte ich das mal besser einstellen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen... Oh, dass das noch besser geht. Kann man hier nicht irgendwo noch einstellen? Nee, leider nicht. Schade. Ist aber traurig. Ich muss noch einmal kurz schauen, ob ich es nicht vielleicht in einem anderen Menüpunkt einstellen kann. Da... Ich meine, die Mausempfindlichkeit, genau sowas. Ne? Ich würde das gerne ein bisschen weniger einstellen, aber ich glaube, dass es eben nur die Maus ist und dass es nicht mit dem Controller funktioniert. Naja, doch. Ja, ich gebe zu, das ist schon sehr langsam, aber dann ist es ein bisschen leichter zu bedienen. Es ist schon sehr langsam, aber egal. Noch muss ich nicht vor Dingen abhauen. Ich glaube, das ist am Ende ist es für euch ein bisschen besser anzugucken. Nope, nothing in here. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Ah, typical. Ernsthaft? Ach, schön. Hier kann doch überhaupt nichts Schlimmes passieren. Schnitt, Kopf auf dem Tisch. Oh, das ist eine schöne... Ich habe vergessen, wie das nochmal heißt. Aber ich erinnere mich da sehr an eine Louis de Funès-Folge, möchte ich fast sagen. Also ein Teil dieser ganzen Filmreihen, die er immer rausgebracht hat. Und eine davon ist, glaube ich, Hasch mich, ich bin der Mörder. Und da gibt es eine Leiche und die wird unter so einem Ding wird begraben in dem Fundament. Und dann wird da drauf getanzt und dadurch bricht das Fundament auf und die Leiche ist kurz davor, entblößt zu werden. Und der ganze Plan scheint quasi auseinanderzufallen. Generell, Louis de Funès ist einfach Hammer. Immer wieder. Kann ich euch nur empfehlen. Hasch mich, ich bin der Mörder. So. Da ist er doch. Die Hocke kann ich rennen? Ich kann springen. Oh, kann ich das, wird das eigentlich alles gerade aufgenommen? Genau, gehört der Karton hin. Entschuldige, ich schätze, ja, okay. Es ist einfach nur für mich quasi alle Monologe und Dialoge werden hier nochmal aufgeführt. So, jetzt machen wir es aber. Da wohnt jetzt sicher jemand. Alter!
Soll das so sein? Was passiert? Ist es mir auf den Kopf gefallen oder habe ich mir den Kopf angestoßen? Ich weiß es nicht. Ah, ich kann ihn nicht. Doch, ich kann ihn bewegen. Das ist ja geil gemacht, dass der auch richtig schwer zu bewegen ist. Ja. Hier, den lehne ich hier erstmal auf diesen Stuhl. Hammer! Guck dir das an. Und direkt Tetanus, ne? Hier wegen dem. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, das hätte ganz übel ausgehen können. Naja. So. Erstmal ein bisschen Luft reinlassen. Ich habe wirklich das Gefühl, als wäre ich hier gerade eingezogen. Damn it. What's that? Er ist wirklich nicht der aller. Loose plank. Someone's hidden something under the floor. I'm gonna pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Nicht der allergeschickteste. I need a prying instrument. Oh, geiler alter Fernseher. Das gucke ich mir eigentlich immer gerne an. Kann man den mitnehmen? Ja. Warum steht der denn da in der Ecke? Den musst du so hier schön. Genau. Weg da, du Götzenbild. Das neue Götzenbild muss hier hin. So sollte man nicht fernsehen. So kann kein Mensch fernsehen. Ah! Achso, ich kann ja auch rotieren. Und zwar mit LT. So. Na toll. Jetzt ist er kaputt. So. Hammer! Der steht wie eine Eins. Was ist das hier? Schlafendes Baby. Na gut, okay, daneben. Erst nochmal. Ey, das ist, irgendwie macht das voll Spaß, mit dieser Physik einfach nur rumzuspielen. Ja, Mann! Das habe ich schon in Fallout immer geliebt, seine Wohnung einzurichten. So sieht's doch gleich viel besser aus. Mann, das dauert vielleicht 10 Minuten jetzt, aber man könnte hier echt was draus machen aus der Bude hier oben. Vielleicht die Kisten alle mal zusammen hier in die Kistenkiste. Die kann dann George McCrade abholen. Gibt's bestimmt noch mal ein bisschen Restekistengeld oder so. Pfand. Kistenpfand. So. Ich räume jetzt hier auf, komme, was wolle. Mir doch egal, After Dark. Wichtig ist, dass die Bude schön ist, wenn der Leichenbestatter kommt. Ah, da oben war, da hing was an der Decke. Das könnte wichtig sein, da war ein Ausrufezeichen. Das ist sicher nicht ohne Grund. Halt! Stopp! Okay. Komme ich da ran? Da komme ich gar nicht ran, verdammt. Okay. Jetzt möchte ich das aufmachen. Alter, die Axt. Das ist ja mal was. Die nehmen wir schön mit. Alles auf Axt. Ja, und wie kann ich die? Ich kann die nur werfen, aber kann ich die auch so richtig geil werfen? Zack, 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 zack. Jetzt, das ist doch nicht, so wirft man doch keine Axt. Okay. Hat da da. Nee. Mit Schwung. Hunter! Bin ich echt enttäuscht, dass ich die nicht mal als Waffe benutzen kann. Na gut, wir haben im Moment ja keinen Grund, eine Waffe, aus einer Axt eine Waffe zu machen, das stimmt. Knarz! Das haben sie schön gemacht, diese Anstrengung, die man dabei empfindet. Oh. Treasure? Hope it's not great grandpa's. Mann, er hat jetzt einfach hier den Boden kaputt gemacht. Wenn es die Frau sieht. Ein Auszug aus den Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich, den Text in einem Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden. C, die Initialen von Julius Caesar, aber warum hat sie jemand als Gleichung geschrieben? Also ich arbeite als Codebreaker für das FBI oder so. Leider nur die Figur, nicht der Spieler. Insofern hoffe ich, dass ihr mir helfen werdet, liebe Entwickler. Okay, okay. Ein Hilfsmittel zur Entschlüsselung. Also C ist Julius Caesar. Aber um was geht das andere überhaupt? Okay, da erstmal raus jetzt hier. This device will help me decode the letters in the text.
I have to break the cipher to open the box. Aha, 1, 2, 3, 4, 5 ist also... Okay, ja. Aber ich würde gerne diese Notiz eigentlich noch gern mal mir angucken. Okay, J gleich C. J gleich C, okay, das ist ja dann jetzt wirklich sehr einfach. Zumindest. Aber was kommt dann dabei raus? Ah, okay, ich kann das auch noch. Ist aber eigentlich egal, oder? Wo ich das jetzt... Ah, ich verstehe. Das untere kann man ja eh nicht drehen, also muss ich das drehen. Ja, klar. Und dann, ne? Weil was hilft mir das jetzt? Ja, mal gucken. Wird gleich C. Okay, dann weiß ich natürlich immer, was die anderen Buchstaben bedeuten jeweils. Aber ich habe ja eigentlich hier auch nur diesen Auszug. Ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also ich kann den ja nicht übersetzen jetzt in irgendeiner Form. Weil ich ja gar keinen Text habe. Außer J gleich C. Vielleicht ist das natürlich einfach nur eine Hilfe für diese Geschichte hier. Ja, muss ja sein, klar. Aber J gleich C, ich weiß ja trotzdem nicht, was das hier für ein Ding sein könnte. Cäsar ist Cäsar, würde hier hinpassen, oder? Vom reinen... Ups. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... Ich hab nicht zugehört. Ich war selbst am Überlegen, was? Ach, warum hast du mir nicht geholfen? Ja. Ja. Wir gucken jetzt doch mal. Wir gucken jetzt mal. Da sind auch Buchstaben, ne? M, H, P. Ist das ein J? Und ein O. M, H, P, J, O. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, da ist doch, ich meine, da, wo dieser kleine schwarze Punkt ist, über dem O, was auch total komisch da aussieht, ist das überhaupt ein O? Naja, gut. Wir probieren es mal mit M, H, P, J, O. Und J ist aber C. M, H, P, J-O, das wird niemals klappen. Das kann nur falsch sein. Aber wir werden es rausfinden. Wie komme ich da rein? M-H-P-J-O. Also. Also. M wäre dann F. H wäre A. Also F-A. F-A-P wäre I. F-A-I. F-A-I und dann C. F-A-I-C, F-A-I-C und H, F-A-I-C-H, F-A-I-C-H, das wird so, das ist so Quatsch. Das kann nicht richtig sein. Ja, siehe da, da ist doch schon falsch. Habe ich hier was falsch gemacht? Ah! F-A-I-T-H, Faith. Wow, accidentally genius. Da freue ich mich aber, dass das geklappt hat. Ja. So, her mit dem Buch. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wieder zu erlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. It is September 27th, in the year of our Lord. Okay, sorry, ich wusste nicht, dass das nochmal kommt. Evening. Almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from
imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. Ah, David. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. Memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. Vater! And oh, jetzt wollte ich ein bisschen randalieren, aber es hat nicht hingehauen. So, erstmal überall schön die Lampen anmachen. Was ist das? Vater vor der Mine. Die Pyritmine. Ich bin mir sicher, dass diese Mine noch eine wichtige Rolle spielen wird. So. Ja, okay. Oh, Tagebuch. Keine Spur, Haus kommt mir seltsam vor, ja. So, ich will den... Den Stuhl will ich bewegen. Auch wenn ich gerade noch nicht sehen kann, glaube ich, dass hier was verborgen ist. Also nicht unter diesem Stuhl. Da, das sieht irgendwie so aus, ne? Als wäre da was. Nee, nur ein Schatten. Naja, nehmen wir halt dich mal. Vielleicht blockierst du auch nur den Weg. Ja. Licht. Ich muss mir gleich die ganzen Gegenstände mal angucken. Kann ich das lesen? Oh, die Mucke ist... Also super. Es ist halt so ein... Es ist... Ah, so im Hinterkopf sägt es so langsam in deinen Verstand. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten, doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Das alles hat er da... Nee, das war jetzt noch Informationen, die wir wissen, weil wir der Sohn sind. Na gut, aber diese Mine, die, wie gesagt, wird uns noch echte Probleme machen. Ich will die ganze Zeit die Kerze nehmen, um sie ein bisschen in der Hand zu halten, aber das geht nicht. Man ist natürlich versucht, alles direkt in die Hand zu nehmen, weil man es kann. Aber das muss man sich, glaube ich, schnell abgewöhnen, weil einfach zu viele Gegenstände überall rumstehen. Aber ich sehe wirklich kaum was. Da, okay. Stairs. Alter! Scheiße hier! Einfach ein so zu erschrecken, wenn er in die Bude zurückkommt. Und hier ist auch irgendwas, da kann ich nicht rein. Wie kann das sein? Komm. Das ist gut. Okay, wir haben ja eine Lampe. So, wie kann man die Lampe benutzen? Da... Sie funktioniert noch und benutzen. Ich kann sie jetzt nicht anmachen, scheinbar. Das ist so ein bisschen. Ich habe schon gerade eben nachgefüllt. Ach, jetzt muss ich vielleicht auch noch. Ja! Nee. Ja, mit der Lampe, Alter! Mit der Lampe! Kann die denn keiner mal anmachen? Und das, wo doch Streichhölzer hier so rar sind. Oh, da ist auch irgendwas Wichtiges drin noch. Das kann man nehmen.
Nee. Einfach nur Kerzenleuchter. Was ja eigentlich eine gute Idee ist, ne? Könnte man jetzt auch gebrauchen. Irgendwelche Pillen. Ah. Eine Pfeife, oder? Überall sind versteckte Botschaften drin. Ich habe einmal versucht, sie zu rauchen. Leider hat mich mein Vater dabei erwischt. Er sagte, wenn ich schon so erwachsen wäre, müsste ich eine ganze Zigarre rauchen. Ich habe mich die ganze Nacht übergeben und diese Pfeife nie wieder angefasst. Ja, eine klassische Geschichte zur Kindererziehung, die könnt ihr euch merken. So wurde das gemacht und so solltet ihr es auch machen. Denn Veränderungen sind immer schlecht. Au. Ah, ich habe mir den Arm irgendwie angehauen in der Nacht. Das ist furchtbar. Ich bin sehr verletzt. Es ist generell, dass ich überhaupt heute arbeiten kann, ist ein Wunder. Betet für mich. Wir sehen uns nach dieser Werbung gleich wieder. Und dann werden wir, keine Ahnung, neben den stinkenden Artefakten unseres Vaters vielleicht auch noch ein paar sinnvolle Sachen finden. Bisschen was Wertvolles, Geld oder was ist eigentlich mit der Mine. Müssen wir mal gucken. Wir springen ja auch in den Zeiten rum. Auf jeden Fall wird gleich noch ein bisschen was ergründet und erkundet. Bis dann. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr da auch dran geblieben seid. Geht mal direkt mit mir ins Spiel. Ah! Es ist immer noch sehr dunkel für euch, genauso wie für mich, okay? Dann liegt es also schon mal nicht an mir. Ich weiß natürlich, dass ich hoch ins erste Stockwerk muss, denn da kamen komische Geräusche her. Ich würde aber wirklich gerne die Lampe einfach mitnehmen oder so, aber es scheint mir nicht gegönnt zu werden. Obwohl es doch so perfekt wäre jetzt. Man will doch nicht im Dunkeln hier rumlaufen. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Ah! Hey, what are you doing here? This is private property. Who the devil is he? Wo latscht der lang? Der latscht da einfach da so lang, ne? Aber hier so rechts runter, okay. Jetzt, mein Herr, das ist hier Privatbesitz von meinem Opa mit der Mine und so. Ich kann Ihnen da so einen Zettel zeigen, der belegt das. Da fangen wir gar nicht erst an mit. Hallo? Er hört mich halt einfach nicht. Alles muss man selber machen. Hey, you still here? I'd better take a look. Da vorne. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Schlägt's aber 13, ihr Potzblitz! Ich bin empört. E-Mail an den Anwalt ist raus. Strange. The light is coming from the inside, but the... Maybe I can find something to cut through the chain. Ja, erstmal muss ich hier... Diese seltsam platzierte, sehr schwere Tonne. Strange. The light is coming from the inside, but the door's locked. Ah, okay. I can find something to cut through the chain. Strange. The light is coming. Sehr gut, ich hab's verstanden. Maybe I can find something to cut through the chain. Ich frag mich echt, ob ich jetzt die Lampe nicht doch irgendwie benutzen kann. Ich muss doch, das kann's doch nicht sein. Ich hab doch Petroleum, ich hab Streichhölzer. Wie kann ich diese Lampe benutzen? Muss ich sie vielleicht, brauche ich noch einen Zünddocht? Oh, ist das furchtbar. Kann ich nicht einfach die durch die funktionierende Lampe austauschen? Navigieren bringt mir hier jetzt ja auch nichts, okay. So, rotieren. Rostet vor sich hin. Nee, könnte aber noch nutzen. Sie funktioniert noch. Benutze ich, trinke ich die ganze Zeit dieses Petroleum oder was? Wie kann das denn alles sein? Ich probiere mal alle Buttons aus. Ach komm, na super. Das hätte ich vorher wissen müssen.
Vielleicht wurde es auch mal angedeutet, dass ich das machen kann. Ich weiß es nicht. Das Gefühl, das ist neu. Tja. Und das zum Aufbrechen. Aber die Atmos ist fantastisch. Wenn die so rumeiert. Mit diesem spärlichen Licht. Und generell Wald ist immer toll. Tja. Ich glaube, wenn hier irgendwas ist, dann werde ich es nicht einfach so in der Ecke an die Wand gelehnt finden oder in einer Tonne. Ich glaube, dann muss ich vielleicht einfach noch mal ein Stück weiter gehen. Okay, machen wir gleich. Vielleicht ist er ja schon auf der anderen Seite. Noch einmal kurz gucken, was er sagt. Ja. Durchschneiden, okay. Da kann ich nicht lang. Doch, sicherlich. Da ist was, jawohl. Ach, einfach so, so einfach kann es sein. Das ist ja perfekt. Besser kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein. Ach, so muss man das dann machen. Okay, da links ist was. Oh, das sieht nicht gut aus. Blutige Decken sollte man nie wegziehen. Sollte man einfach direkt den Raum verlassen. That's my father's hat. Basement. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Nimm doch bitte die ganzen Werkzeuge mit Hammer, den ganzen Schrott. Das wirst du in mindestens einer Stunde, wirst du all das brauchen. Ein Hammer, ein Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, einen kleinen Spaten, ein bisschen was zum Rauchen für die Pfeife und das Bügeleisen. Wer ist da? Ich habe ein Bügeleisen und ich habe keine Angst, es zu benutzen. Pump. The terrible crime. Ach nee, da ist ja auch da. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. A gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Ah, man kann doch rennen, und zwar mit R1. Kann ich das? Oder hängt nichts dran? Nee. Oh, da geht mir der Kackstift. Ah! You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Jetzt geht's auf den Sack. Hören Sie mal jetzt! Oh nein, 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 Licht an, Licht an, Licht an, Licht an. Going mad? What in heaven's name is going on? If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Oder Schlimmeres. Buch. Und das ganze Licht schon wieder aus. Nö, ist doch an. Warum ist es dann so dunkel immer noch? Haben die damals einfach kein Licht gekannt?
Die lichtlose Zeit. Oh, jetzt ist hier... Oh, ist das unangenehm. Das ist ja furchtbar. Oh, ist ja noch furchtbarer. Ich hab mein Baby! Oh, fucking Gänsehaut. Es ist halt echt schlimm, diese Mucke. Ah. Warum steht hier einfach so eine Gabel? Das ist doch auch nicht normal. Teufelswerk. Ich nehme jetzt hier diesen Hobel. Ey, wenn er ihn schon so hält, ne? Was für ein Lauch. So kannst du doch niemanden... Aufräumen muss ich auch noch. Schlechtes Foto. Foto. Schlechtes Gemälde. Alter! Der ist wahrscheinlich nur bärtig, ne? Aber das sah gerade aus, als würde ihm da unten einfach was fehlen. Es ist schwer zu sagen, ob es Haare sind oder blutiges Fleisch. Und dann diese Augenhöhlen. Das ist alles nicht... Das ist nichts für mich. Wenn ich wette, dass ich mir... Ah! Ja gut, hier ist offensichtlich nichts. Gehen wir am besten wieder weg. Ich will da nicht hin! Hör auf! Ich will nicht! Nein! Nein! Zu ist die Tür! Ich dachte, dass ich vielleicht irgendwie hier um die Ecke gehen kann oder so. Und ihn überraschen kann. Von hinten komme ich. Ist gar nicht möglich. Oh, diese Musik, dieser Score, der ist ja unfassbar ekelhaft. Den muss man sich merken, der ist gut. Oh, das ist also die Hintertür. Okay. Okay, dann gehe ich da halt doch hin. Aber ich habe wirklich, und das gebe ich zum Protokoll, überhaupt keinen Bock. Es geht nicht auf. Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt einfach das Ding lieber vor die Tür schieben. Ja, aber es geht doch nicht auf! Someone's banging on the cellar door. Jetzt würde ich mir halt nicht angucken an deiner Stelle, Mann. Ach, das ist gar nicht die Tür, okay. Oh Mann, ich habe Angst. Ich mache erst nochmal hier Lampe an. Licht, ich brauche unbedingt Licht. Ich habe das Gefühl, dass mir Licht hier hilft. Okay, ah! Hast du gesehen, wie der Henkel da runter geht? In 1000 Jahren würde ich das halt nicht auf... In 1000 Jahren würde ich das nicht machen. Bleib doch einfach. Es gibt schon einen Grund, warum du da bist. Kann ich das nicht... Das kann ich jetzt nicht hochheben. Oh Mann, ey. Oh, was schreibt der denn hier im Tagebuch? Vor dem Haus ist niemand. Er deutet mit seinem Finger auf mich. Der Eindringling ist verschwunden. Zeitungsartikel. Grausames Verbrechen. Kein Sinn. Nach dem Burschen zu suchen. Im Haus ist es auch nicht sicher. Er stand so nah vor mir, ich konnte die Beine berühren und dann ist er auch noch verschwunden. Er hat sich nicht versteckt, er ist einfach verschwunden. Entweder ist er für immer verschwunden oder er war nie wirklich hier. Der Flur ist voller Blut. Ich habe ein Klopfen gehört, ich zittere am ganzen Körper. Jemand hämmert unaufhörlich an die Kellertür. Wartet er dort unten auf mich? Ich habe Angst, die Türklinke zu berühren. Aber die Unwissenheit ist noch viel schlimmer. Ja, ich mach's. Ich mach das jetzt. Ah! Ich komme jetzt!
Es ist mit dem Rabatz hier Schluss. Es ist Nacht. Nach 10. Ich renne jetzt hin. Ich renne jetzt hin. Ich brauche mehr Petroleum. Okay. Ich brauche wirklich gleich mehr mit Petroleum. Oh. Ah, super, danke. Tja, wenn man sich was wünscht, ne? Bestellung beim Universum. So, hier ist dahinter was. Okay. Diese Tür ist wichtig. Nein, es gibt noch einen anderen Weg. Das vielleicht. Natürlich. Schieben. Ha! Jetzt plötzlich A drücken. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Ja, aber wo ist dein Briefcase? Wo ist denn dein Briefcase nochmal? I have to get in there. Whatever happened, I hope it's not my father's blood. Okay, jetzt habe ich hier diese Schere. Aber mit der kann ich doch nichts machen hier. Das ist doch nicht das Richtige, ne? Ich brauche einen Dietrich. Okay, aber die Schere ist ja irgendwie jetzt scheinbar wichtig, sonst hätte ich die ja nicht plötzlich hier entdeckt. Ah! Am I delusional? Dieses Mistspiel. Wie einen das auch jedes Mal wieder kriegt. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier weiter, in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch Kram liegt. Ah, habe ich keinen Bock mehr jetzt. Das ist ja furchtbar. Werbeprospekt, okay. Hab gehofft, dass da vielleicht was drin ist. Warum habe ich die denn dann verschoben? Die schneide ich dir jetzt schön kaputt, die Kabel. Oder was das ist? I need to get rid of them before I leave the basement. Ja, natürlich. Alter, frag dich doch mal, was hier los ist, Mann. Kommt dir das nicht ein bisschen strange vor? Hallo? Sieh mit den Wurzeln. He's upstairs. Alter, hau einfach ab. Ich geh jetzt hoch. Ich geh jetzt hoch. Has someone gone through my briefcase? Ich bin bereit, erschreckt zu werden. Jetzt kommen Sie schon, erschrecken Sie mich! Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away! Das war jetzt aber blöd. Das ist ja wie so ein früher Verwandter von Mr. X, Mr. Y, oder? Alter,
In einem alten Haus meiner Eltern, das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um Hirngespinste dieses Nicholas handelt. Puh. Rausgerissene Seiten. Ob wir die später finden? Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Also nach diesem Tag, da würde ich gar nichts mehr machen, um ehrlich zu sein. Nach so einem Tagebuch würde ich direkt Engel und Völkers anrufen und sagen, einmal bitte woanders hin. You won't believe what I found. Hey, Emma, can you hear me? Emma. You before, but you wouldn't even answer. Okay. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this. The power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling. Blown? Go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Was jetzt hier? Suddenly bitching? Was soll denn das jetzt hier? Wir haben doch eben noch. Im Auto habe ich dich schön angeglotzt. Die ganze Zeit. Nach der Geschichte soll ich jetzt in den. Mann, ey. What's her problem? She's ja. Like I took a piss on a mother flower bed. Meine Mutter hat ihre Kinder hier verbracht, jedoch nie viel über diese Zeit geredet. Ich bin froh, dass sie der Meinung ist, dass Emma und ich diesen Ort zu unserem Zuhause machen sollten. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, in der heutigen Zeit ein Kind in Boston großzuziehen. Vielleicht mag sie dich auch einfach nicht und will dich loswerden. Ach so, wir haben ja keinen, ja. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Mann! Das hättet ihr mir auch kurz vorher sagen können. Ich kann mich hier nicht so gut bewegen, weil ich meinen Bewegungsradius ja so eingeschränkt habe, wie ihr seht. Aber dadurch ist es wirklich einfacher, die Sachen zu benutzen. Und es sieht, glaube ich, für euch auch besser aus. So, eine Taschenlampe. Ey, wo ist denn eigentlich der Fernseher? Ich hab das doch extra eingerichtet. Guckt euch das an. Die ganze Scheiße. Wieder neu. Sind hier etwa Geister? Taschenlampe. Ah, nee. Okay, da ist es nicht. Hä? Oh. Aha. Ja, warte mal, hier waren wir ja auch schon, ne? Da ist die Axt wieder. Jetzt, spätestens jetzt, nach dem, was ich da gelesen habe, würde ich die Axt jetzt vielleicht näher, näher an mir halten. Ja, wo könnte denn... eine Taschenlampe sein. Hier ist zu. Da ist sogar eine Doppeltür im Dachboden. Ist es das? Ja. Hammer. Okay. Nehme an, dass ich die jetzt so... Nee, das geht jetzt anders als die Lampe zuvor. Macht er wahrscheinlich automatisch, ne? Nimm den Baseballschläger. This horse will haunt me in my dreams. Aha, na gut, all diese Werkzeuge sind wichtig irgendwann mal, aber jetzt gerade kann man sie noch nicht benutzen.
Ich suche den Sicherungskasten, nehme ich an. Warum kann das nicht die Frau machen? Warum muss das der ängstliche Mann machen? It's an antique, but in mint condition. That's what I like. Doesn't look like it's been affected by the ravages of time, so maybe I can use it to break a few Russian ciphers. Ja, da alles zu. Eine Menge verschlossener Türen. Das gefällt mir. Oh, diese Musik. Richtig gut. Where are the fuses? Bin bereit, jederzeit erschreckt zu werden. Mit mir kann man's ja machen. Die Wand ist neu. Oder alt. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Krass, jetzt muss ich echt noch mal ganz raus. Ja. Wie komme ich da denn rein? Scheint zu sein. Ah. Fuses here, of course. What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Der Quantum Localizer. Alter, Losen in Death. Hey, ich wollte es gerade noch lesen. Quantum Cloud, Quantum Sensor, Particle Sensor. Was ist das? A lesson analysis of kinetic energy preserved in so-called quantum traces, enabling the user to identify silhouettes of people or other living organism whose past presence in a given fragment of the space-time continuum has left behind detectable clusters of waves and particles. Das ist ja sehr interessant. Das ist ja, oh, ein Quantenlokalisierer. Da steht's ja auch. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn einmal im Einsatz zu verwenden, doch uns wurde befohlen, ihn für den Fall der Fälle immer dabei zu haben. Ich hätte viel lieber eine Waffe als noch meinen merkwürdigen Schnickschnack von den Eierköpfen in der CIA. Okay, nicht FBI, sondern CIA. Ach, nur eine Pizza. Hm. Was ist das? Nur Müll. Und das? Eine Dose. Ja, sehr, sehr interessant. Irgendwas geht hier vor. Ist unsere Frau eventuell? Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Ah, das they say in training. Okay. Oh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Okay.
Es ist ein Haufen Schwachsinn und Tech-Babble, aber es ist jetzt einfach so. Es gibt dieses Instrument jetzt in dieser Zeit. So, die Indikatoren weisen den Weg zu einer Quantenwolke. Ja, ich schaue ja schon gerade. Entfernung zu einer Quelle wird in Prozent angezeigt. 12%, 13, 15, ja, okay, es wird mehr. Sehr gut. Also wir folgen der Quantumwolke. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. Welche green lines direction? Ja, okay, das heißt, das ist dann falsch, oder? Ja. Muss so voll wie möglich sein. Interessant. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud and I need to scan it. Tja. Oh, da war doch was. Ja. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. We'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Jetzt brauche ich den gar nicht mehr. Ah, doch, da. Ach, das ist er wieder. Ja, okay, mehr Clues. Gehen wir weiter in diese Richtung. Frag mich gerade noch. Ich renne mal ein bisschen. Is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall überhaupt nicht mehr sicher fühlen, dass du keinen Stress. Ich meine, was hat das mit Stress zu tun, dass da irgendwelche blutbefleckten Lappen in deinem Schuppen rumliegen? Du bist doch gerade erst angekommen und deine Frau, die ist auch ganz schön pissig. Die war vorher aber noch anders. Oh, ich hab was. So, wir sind hier gleich am Ende leider, aber ich will kurz nochmal diese Geschichte hier zu Ende führen und nochmal kurz scannen. But I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Ach, jetzt auch noch aufspüren. Das ist ja auch noch was, ne? Ja. Now I have to charge the localizer and hit it. That should do it. I must stabilize the cloud. Clearly someone was here recently and used this rope. I'll try to find more traces. Okay.
Ja gut, das ist natürlich schon mega spannend. Wir haben jetzt aber leider an der Stelle sind wir schon durch mit der Folge. Aber das ist ein sehr interessantes Spiel. Das gefällt mir gut und das würde ich auch noch mal weiterspielen. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dieser wunderbaren, schönen, kleinen Unzock-Session hier mit After Dark und Evil Inside. Nicht Intel Inside, Evil Inside, wie dieses T-Shirt, ne? Ja, okay, eigentlich auch kein so smarter Titel. Das war's. Beim nächsten Mal vielleicht noch mal. Hängt ein bisschen ab von euren Kommentaren. Wir schauen dann, also ich meine natürlich von den Klicks und den Kommentaren, ob ihr mehr dazu sehen wollt. Von mir erstmal tschüss, ich bin raus, bis dann.